Ich habe Erfahrungen, positive wie negative, gemacht. Wo ich jetzt muss sagen, im Nachhinein kann man sagen, es haben mir alle irgendwie geholfen auf meinem Weg zu meinem Ziel, zum Erfolg. Es hat Erfolg gehabt, schon zwischendrin, mit einem Europameistertitel, der aus dem Nichts rausgekommen ist. Und ich mich nachher haben müssen irgendwo bestätigen oder das Gefühl gehabt, ich müsse mich bestätigen dem gegenüber. Mit den ersten Olympischen Spielen in London, die dann nicht ganz so rausgekommen sind, weil der Erwartungsdruck von meiner Seite recht hoch war. Und auch die Erwartungen vom Umfeld sicher höher gewesen sind nach dem Europameistertitel. Und da konnte ich vielleicht das nicht ganz erfüllen, aber auch aus diesen Erfahrungen hat man wieder gelernt. Ist ein anderer Prozess weitergegangen, wo man sich weiterentwickelt hat, in Sachen Planung, in Sachen Vorbereitung, aber auch sicher in der mentalen Stärke standhaft sein, auch wenn es mal gut läuft, auch am Boden zu bleiben, zum Wissen, es kann auch wieder anders kommen. Also das sind für mich schon ganz wichtige Erfahrungen gewesen, die ich heute noch nutzen kann und die mir jetzt sicher auch helfen nach dem Erfolg von Rio. Mit der Bronzemedaille, wo ich sicher jetzt auch vermehrt wieder unter Druck in dem Sinn komme. Und da werden wir sehen, wie ich dann mit dem umgehen kann. Die Motivation für das Symposium ist sicher, mit möglichst vielen Leuten verschiedene Erfahrungen auszutauschen, Erfahrungen auch mitnehmen von denen, eventuell auch nutzen für sich selber und zumindest auch mal ein paar Stunden für sich im Bewusstsein sein, was man alles für Erfahrungen gemacht hat und wie man auch aus diesen Erfahrungen Erfolg hatte, ob es jetzt negative sind oder positive.